Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video MCOC Marvel Contest of Champions. Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu meinem Intercept-Tutorial. Heute will ich euch nahebringen, wie ihr diese Technik meistern könnt, beziehungsweise um was es sich bei dieser Technik überhaupt handelt. Ne? Man hört das ja sehr oft und viele unter euch haben vielleicht noch nicht die große Erfahrung in dem Spiel und wissen vielleicht nicht, was sie mit der Thematik anfangen sollen. Wir gliedern das Ganze heute wie folgt, nämlich wie definiert sich so ein Intercept überhaupt, welche Arten von dem Intercept gibt es, gehen hierbei auf den Standard-Intercept ein, den Backdraft-Intercept, den Stand-Up-Intercept sowie den Sidestep-Intercept. Unter Punkt 3 besprechen wir kurz, wann wir diese Techniken am besten anwenden, beziehungsweise wie wir die vielleicht in unseren Spielstil integrieren, um generell effektiver und besser zu werden. Unter viertens gucken wir uns an, was ich zu Beginn des Clips mit Magic gemacht habe. Was passiert da? Wieso ist die Dame mit den Intercepts immer wieder in Verbindung zu bringen? Und ja, ich werde euch einfach versuchen nahezulegen, dass ihr das Ganze ebenso hinbekommt. Und zum fünftens gibt es dann einfach ein Fazit von meiner Seite, wie ihr das Ganze am besten zum Einsatz bringt. Vielleicht vorneweg, wenn ihr ganz neu in dem Spiel seid, ist das vielleicht eine Technik, mit der ihr euch noch nicht beschäftigen solltet. Das Video richtet sich jetzt eher so ein bisschen an die fortgeschrittenen Spieler, die sich irgendwo so in Akt 5 bewegen und vielleicht noch nicht so wirklich mit sämtlichen Knoten klarkommen. Ne? Beispielsweise, wenn ihr Schwierigkeiten habt, gegen lähmungsimmune Gegner zu kämpfen, seid ihr hier ganz richtig. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwo in dem früheren Stadium seid, würde ich euch fast empfehlen, euch mehr mit den Basics des Spiels zu befassen. Was passiert denn hier heute? Wir werden verschiedene Begriffe immer wieder hören, deswegen versuche ich sie vorab ein bisschen zu erklären. Das ist zum einen mal, was ist ein Intercept überhaupt? Beim Intercept geht es nichts anderes, als einen Angriff des Gegners abzufangen. Wir wissen, für gewöhnlich parieren wir einen Gegner, bevor wir ihn angreifen, funktioniert oftmals allerdings nicht, weil beispielsweise Gelenkeknoten aktiv sind oder der Gegner generell lähmungsimmun ist. In dem Fall greift man zum Intercept, das heißt nichts anderes wie, wir fangen den Angriff ab. Immer wieder wird das Wort Reaction Point fallen. Hier geht es einfach ganz schlicht und ergreifend darum, dass wir warten, bis der Gegner eine Aktion bringt. Und die Aktion ist immer, er stürmt auf uns zu. Es ist beim Intercepten die allerwichtigste Regel, einen Intercept erst dann anzusetzen, wenn der Gegner schon auf dem Weg zu uns ist. Wenn wir uns nämlich auf den Weg begeben, bevor sich der Gegner bewegt, passiert genau das andere. Nämlich wir werden vom Gegner abgefangen oder in Fachkreisen interceptet. Zweite Regel, die wir uns gleich zu Beginn hinter die Ohren schreiben: Wir intercepten bitte nicht, wenn der Gegner die Möglichkeit hat, eine SK zu zünden. Das gibt nämlich voll aufs Fressbrett in 90% der Fällen. Deswegen, diese beiden Punkte merken wir uns schon mal ganz fix und dann gucken wir uns in dem folgenden Clip schon mal drei der vier aufgeführten Intercept-Methoden an, nämlich zum einen den Sidestep-Intercept, zum anderen den Standard-Intercept und zum nächsten den Backdraft-Intercept. Zum Stand-Up-Intercept kommen wir dann im Anschluss, aber ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange, starten direkt mit dem ersten Clip und ich versuche euch zu erklären, was da passiert. Viel Spaß dabei! Jo, das war ja mal ein sehr kurzer Clip, würde ich behaupten. Was ist an dieser Stelle passiert? Lasst uns das Ganze doch nochmal verlangsamen, um das in Zeitlupe nochmal zu sehen. Der sogenannte Sidestep-Intercept sagt, wir wischen zu Beginn des Kampfes zurück, um den Gegner mit einer Light Attack abzufangen. Mehr gibt es dazu nicht zu wissen, ideal gegen Gegner wie zum Beispiel Annihilus, aber wir sehen hier auch nochmal zum dritten Mal in Zeitlupe, wir wischen zurück, Light Attack, Sidestep-Intercept. Ich schätze mal, den meisten unter euch ist aufgefallen, dass wir hier jetzt gerade zwei Intercept-Methoden gesehen haben. Wenn nicht, dann einfach nochmal in Verlangsamung. Als allererstes
sehen wir zwei Gegner, die sich gegenüberstehen. Annihilus stürmt auf mich zu. Ich warte den Reaction Point ab und stürme ihm dann wieder entgegen. Schimpft sich Standard Intercept. Mehr ist das nicht. Schwierig vom Timing, allerdings gut zu meistern. Im Anschluss, wie wir jetzt sehen, machen wir nur eine Dreier-Kombo bzw. eine Vierer-Kombo, wischen zurück und nachdem sich Annihilus bewegt, wischen wir wieder nach vorne. Schimpft sich Backdraft Intercept und das ist wohl die gängigste Methode. Wir werden das später nochmal sehen, aber wir sehen hier 4-Hit-Kombo zurück. Er bewegt sich, ich bewege mich. Dementsprechend ist der Reaction Point abgewartet. Mehr ist es nicht. Wenn ich das Voiceover zu diesem Part jetzt nochmal aufnehme, dann mache ich ein Outtake-Video. Spaß beiseite, zurück zum Thema. Nächster Punkt, wir gucken uns den Stand-Up-Intercept im Anschluss an, wenn wir zu der Thematik Magic kommen. Jetzt will ich euch einfach zeigen, wie integriert ihr diesen Spielstil in den euren, um effektiver und besser zu werden. Dafür nehmen wir unseren Aegon und gehen ins Labyrinth der Legenden. Wir kämpfen gegen den Red Hulk, da ich finde, dass man gegen den super üben kann. Der hat zwei Möglichkeiten bzw. Zwei Gegebenheiten, nämlich zum einen hat er wahnsinnig viel Energie und zum anderen ist er gelenkig. Ne? Wir sehen, wir verkacken am Anfang erstmal einen Parry, das ist unglaublich wichtig in der Situation. Aber nein, Spaß beiseite. Wir können den auf Dauer nicht parieren. Dementsprechend sind wir gezwungen umzubauen, sonst gibt's schnell aufs Fressbrett. Meine Taktik gegen den Red Hulk bzw. gegen sehr, sehr viele Gegner ist es, sie generell über die SK1 zu prügeln. Ich fokussiere mich in diesem Kampf, ich sage mal vorsichtshalber zu 70%, lediglich auf diesen Kraftbalken des Gegners. Ich möchte, dass dieser Red Hulk immer in der Lage ist, seine SK1 zu zünden. Eher weniger seine SK2, ich bin nicht so hundertprozentig fit mit der, aber die SK1 können wir alle. Und wir sehen, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können das entweder durch unsere 5er-Kombos machen, gefolgt von der SK. Wir haben auch die Möglichkeit, ihm geringfügige Kraft zu geben, indem wir ihm auf den Block prügeln. Aber wir sehen, ab und zu, wie soeben gesehen, ist es nötig, einen Backdraft-Intercept anzusetzen, um eine erneute SK locken zu können. Achten wir doch einfach mal drauf, wie das hier läuft. Wir sehen hier, ich prügel ihm auf den Block, damit er die SK1 voll hat. Jetzt habe ich eventuell die Möglichkeit, das mit dem Anbringen einer SK wieder über den grünen Balken zu nageln. Jo, und habe mich hier mal gewaltig verschätzt, ne? Jetzt muss ich ihm wahrscheinlich ein, zwei Hits in den Block geben, dann ist die SK wieder voll. Beim nächsten Mal wird es allerdings wahrscheinlich so sein, dass ein Intercept nötig ist, damit der Gegner seine SK wieder zünden kann. Okay, ich habe mich wieder getäuscht. Ach, das läuft hier. Schön, nein, aber jetzt, ne? Zack, rückwärts, vorwärts, Backdraft Intercept. Und so können wir die Thematik durchspielen. Keine Angst, ich werde euch das jetzt nicht den ganzen Kampf so dahin ziehen. Das ist der erste Kampf mit Aegon, dementsprechend ist der Schadensoutput noch relativ gering. Wir verschnellern die ganze Thematik hier mal um 300% und ich setze zusätzlich noch einen Cut. Allerdings will ich euch trotzdem den kompletten Kampf zeigen, denn was ihr bitte nicht außer Acht lassen dürft, ihr geht aus diesen Kämpfen mit solchen Systemen mit 100% Energie rein und mit 100% Energie wieder raus. Denn wenn euch das auffällt, der Gegner berührt uns nicht. Wir haben zwischenzeitlich eine 170er-Kombo stehen und haben noch keine, bis auf die ersten beiden Parries, die wir zu Beginn des Kampfes gemacht haben, keine Berührung seitens des Gegners bei uns. Wir prügeln ihn ab und zu auf den Block, dadurch bekommen wir allerdings keinen Schaden. Wir sehen, ich habe hier jetzt einen Sprung gemacht auf 364 Hits. Ich glaube, mit 400 Hits ist die Thematik erledigt, deswegen gehen wir jetzt langsam aber sicher auch wieder runter vom Gas.
Aber der ganze Kampf umfasste 3 Parries. Der Rest war, ich prügel ihn irgendwie über die SK1 mit dem Einsatz des Sidestep, Entschuldigung, des Backdraft Intercepts. Ne? Immer wieder ganz wichtig, auch hier wieder gesehen, wir warten auf den Reaction Point, in dem Fall wäre er nach hinten gewichen, wäre der jetzt nicht an der Mauer gestanden, wäre das blöd ausgegangen für mich, aber Fakt ist, 100% nach 400 Hits. Also, was genau ist denn so besonders an dieser Magic und was genau hat es mit dem sogenannten Stand-Up Intercept auf sich? Wie ihr vielleicht wisst, verfügt Magic durch ihre SK2 über einen wahnsinnig krassen Power Control. Das verschafft uns die großartige Situation, dass wir nicht gegen Regel 1 verstoßen können, dass wir intercepten, während der Gegner eine SK hat. Und das gibt uns die Möglichkeit, den Gegner in die Ecke zu treiben, ihm mit einem sogenannten Stand-Up-Intercept in Kombination mit Backdraft-Intercept-System einfach völlig kampfunfähig zu machen, da wir ihn immer wieder durch das zusätzliche Anbringen der SK2, welche einen Kraftstopp und gleichzeitig einen Kraftraub verursacht, völlig disziplinieren können. Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an, wie das funktioniert. Sobald wir den Gegner einmal in die Ecke getrieben haben und ihm eine SK2 gegeben haben, verfügt dieser über einen Kraftstopp. Das sehen wir hier. Wir treffen den Gegner hart, aber er bekommt keine Kraft dafür. Wir setzen immer wieder das soeben gelernte Backdraft-Intercept-System ein, solange bis wir eine weitere SK2 zur Verfügung haben. Die jetzt mal deutlich langsamer, denn hier kommt die Thematik Stand-Up-Intercept. Der Gegner steht auf und wir intercepten in der Aufstehanimation, um dann direkt wieder in unser Backdraft-System einzukehren. Das Timing muss geübt werden, da kann keiner von euch drumrum, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. SK2, Thema erledigt. Wir sehen eine 4-Sterne-Magic, die gegen den Akt 4 Venom mit diesem System soeben eine 225er zu 0 Kombo hingelegt hat. Da ich euch gar nicht länger aufhalten möchte, kommen wir direkt zu meinem Fazit. Grundsätzlich können wir zusammenfassen, wir intercepten nicht, wenn der Gegner eine SK zur Verfügung hat, wir intercepten erst, sobald der Reaction Point abgewartet ist und wir intercepten keine Gegner, die unaufhaltsam sind. Ich denke hier beispielsweise an einen Rhino, der random unaufhaltsam werden kann. Das geht schnell schief, das tut weh, das ist unnötig und deswegen lassen wir das besser bleiben. Allerdings gegen Gegner, die unabwehrbar sind, ist das die effektivste Technik, diese zu bekämpfen. Beispielsweise Nick Fury in seiner zweiten Form. Ich persönlich kann behaupten, und da geben sicherlich viele von euch mir persönlich recht, dass das Intercepten etwas ist, was man üben muss, was sich allerdings lohnt. Wir müssen uns nämlich eines ganz dick vor Augen halten. Schwierigkeitsgrade wie Akt 5 sind längst keine Meilensteine mehr. Viele von euch haben da drin sicherlich Probleme, das hatten wir damals zu gegebenen Zeitpunkt wahrscheinlich alle. Allerdings müssen wir zugeben, in Zeiten von Akt 6, Variant-Events oder dem monatlichen Kavalierschwierigkeitsgrad geht das alles nochmal ein ganzes Stück schlimmer. Und erinnern wir uns zurück, 6.3, zumindest ab vor dem Patch, bei dieser Abwehrpenetration der Gegner blieb uns ja gar nichts anderes übrig, als zu intercepten, da unsere Champions sonst nach 15 Hits umgekippt wären. Na, das nur zur Vollständigkeit, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn ihr den Elan dazu habt, befasst euch mit der Thematik und ihr werdet sehen, das wird von Mal zu Mal besser. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Wenn ich noch in irgendeiner Weise helfen kann, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde mich über jede Form der Bewertung freuen, aber ich werde versuchen, schnellstmöglich auf eure Fragen einzugehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Servus!